Bomben los! Naht! Ich hoffe, ihr habt euer Testament gemacht. Heihoppen, verpasst ihnen eine Breitseite!
Alles Gute kommt von oben. Ahoi! Ihr seht wie echte Piraten aus. Anders als der Abschaum, der sich hier sonst rumtreibt. Wenn ihr die Weltmeere unsicher machen wollt, solltet ihr den Kapitän fragen. Dabei kann ich helfen. Aber zuerst müsst ihr mir einen Gefallen tun. Dieses Schloss will sich einfach nicht knacken lassen. Dieser Köter hat den Schlüssel. Aber ihr entwischt mir immer wieder. Also, wie sieht's aus? Ihr wisst schon. Eine Hand wäscht die andere. Thank you.
Ihr habt's geschafft! Ich wusste, dieser Kläffer würde uns helfen. Der beste Freund des Menschen. Und hier das offizielle Ornat der Schwertwasser-Korsare. Wie versprochen. Jetzt seht ihr aus wie anständige Kriminelle. War mir ein Vergnügen, Geschäfte mit euch zu machen. Wenn ihr nichts dagegen habt, mache ich mich jetzt davon, bevor mich noch jemand verlässt. Thank you.
Schließt eure Fetten ab! Wir haben Frischfleisch, neue Herausforderer! Und nun Applaus für Guck, Tok und Woody! Ihr seid dran, Landratten! Aua! Was soll das Pieksen? Oh, oh, aufwachen, Bodin! Wir sind dran! Na los, macht schon! Macht euer Ding! Autsch, okay, okay! Heute in der Arena ein Kampf, der seinesgleichen sucht. In der einen Ecke geheimnisvoll, gemeingefährlich und etwas heruntergekommen. Eine Bande dahergelaufener Seeräuber. Und in der anderen Ecke der überragende, der unglaubliche, der unübertroffene... Moment, was? Ist das euer Ernst? Ein eingefettetes Schwein? Ich bekomme den Eindruck, hier sind Amateure am Werk. Also gut. Schnappt euch das Schweinchen und ihr habt gewonnen. Schau einer an. Sie haben ein Schwein gefangen. Vielleicht kommt jetzt mal eine echte Herausforderung. Aus der Kanalisation von Freihafen kommt ein Tortolaner, an dem sich so mancher Gegner schon die Zähne ausgebissen hat. Der gepanzerte Gladiator, der schildbewehrte Schläger, der zäheste Brocken, die Salz von Kalidor. Was für ein Kampf! Diese dahergelaufenen Seeräuber sind nicht unterzukriegen. Aber wird ihnen das etwas nutzen? Denn ihre nächsten Gegner sind der Inbegriff roher Gewalt. Unser Champion, der bei den Fischen schläft. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Vollstrecker von Freihafen. Der Virtuose der fliegenden Fäuste. Trotak, der Heidrescher.